So, hallo Leute und willkommen bei Tutorial Live TV. Ich möchte heute ein Tutorial über Logmin Hamachi vorstellen, wie die ganzen Funktionen des Programms. Und naja, zuerst könnt ihr es downloaden unter www.chip.de. Da gebt ihr einfach Hamachi ein und dann Logmin Hamachi 2.1.0 Deutsch. Und könnt ihr einfach downloaden. Hat nur 3,7 MB und ist Freeware. Wenn ihr es dann gedownloadet habt und installiert, könnt ihr es öffnen und da tragt ihr zuerst euren Namen ein, wie ihr heißen sollt. Naja, wie trete ich einem Netzwerk bei? Wenn jetzt ein Freund das gleiche Programm hat und ein Netzwerk schon erstellt hat, könnt ihr dem Netzwerk beitreten. Ihr braucht nur den Namen des Netzwerks und das Passwort. Dazu geht ihr auf Netzwerk, bestehende Netzwerk beitreten, gebt dort die Netzwerk-ID ein. Bei mir ist das jetzt YouTube Test 123456, Passwort 123456 und dann klickt ihr beitreten. Dann seht ihr ein Netzwerk, den Netzwerknamen und seht den PC oder die PCs eurer Freunde. Und wenn ein grüner Punkt aufleuchtet, ist der PC des Freundes eingeschaltet und wenn er grau ist, nicht. So, dann ein Netzwerk erstellen, also selber ein Netzwerk erstellen, geht ihr auf Netzwerk, dann neues Netzwerk erstellen, gebt einen YouTube-Namen ein, also einen Netzwerknamen. Da gebe ich jetzt einen YouTube-Test 123456, Passwort 123456, Passwort müssen wir dann bestätigen. Dann schauen wir mal. Dann muss dein Freund die auch, also wieder in der Netzwerk beitreten. Und das mache ich jetzt mal. Und dann müsste normal dein Freund gleich in deiner Freundes-, also in deinem Server aufleuchten. Und so, und schon leuchtet dein Freund oder dein, keine Ahnung, PC neben dir auf in deinen Server. So, das wären dann die eigentlich größten Funktionen. Gibt es noch Einstellungen wie die Client, die Sicherheit, was man alles einstellen kann, Offline-Netzwerkmitglieder ausblenden oder einblenden. Dann kann man noch chatten. Klickt ihr einfach auf Rechtsklick, Chat, und dann könnt ihr mit diesem Partner schreiben. Oder ihr könnt ihn auch lokal anpingen oder die Daten durchsuchen, wenn er die Daten freigegeben hat, die IPv4 Adresse kopieren oder IPv6 Adresse kopieren und ihr könnt ihn natürlich auch wieder ausschließen oder auf die Details gehen, wie viel Übertragung er hat und kann man auch wieder ausschließen, so, und weg ist er. Das waren eigentlich die größten Funktionen von Logmin Hamachi. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Bitte lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.